Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von No One Lives in Heaven. Das Ganze ist wie mein Sponsored Video. Das bedeutet, wir erhalten für das Erstellen dieses Videos eine kleine Provision. Das ändert allerdings nichts an unserer Meinung. Erstmal schenke ich mir mein Glas mit zu trinken ein. Das solltet ihr auch tun, denn wichtig ist viel trinken. Wir haben ja Sommer, wenn ich das aufnehme, ist ja Juli. Und ja, wahrscheinlich erscheint das fast mal gut bei euch. Oh mein Gott, ich habe bald Geburtstag. Was ist hier in diesem Brunnen? Gibt es hier wieder nur Wasser? Ein Münzchen hineinwerfen. Hammer. Karma. Gut. Wir müssen immer noch, es gilt für uns noch einen Schatz zu finden. Hier gießt man worum geht's denn? Gut, gehen wir doch mal ein bisschen gießen. Mal ein bisschen meditativ. Bisschen meditativ was tun. Ist auch mal ganz schön. Nicht pflücken, nein. Die wollen doch nur, dass man versucht, Wasser aus dem Teich da zu nehmen. Das gibt mir richtig Ärger. Nee, 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 nee. Ich werde hier die ganzen Dinger gießen. Mir egal. Wir machen das. Gucken, ob das Spiel irgendwas unternehmen wird, um uns das auszureden. Oder nicht. Was passiert eigentlich, wenn ich hier einschütten werde? Die 20. Lebensmittelfarbe für den Streich. Nee, nee. Streich ist schön und gut, aber manchmal ist auch einfach Lust. Manche Dinge sind nicht lustig. Doch aus. Überlegen. Es gibt einen Magier im Dorf, aber ich weiß nicht, wer der Magier ist. Muss ich noch finden. Also. Vielleicht in dieser Hütte übrigens gibt es den Schleifstein. Da sollten wir Glück haben. Da sucht ja jemand von der Arena den. Was er dafür kriegt. Hoffentlich einfach nur Geld. Was ist eigentlich hier in diesem großen Haus? Da muss man auch mal reingucken. Der Magier muss gefunden werden. Gießen. Ach komm, jetzt beschwer dich nicht, Charakter. Ich wollte übrigens die Spielleiter. Nein. Kann ich mit dir handeln? Was passiert? Sollte die Schrittleiter vernichten, wie gesagt. Vielleicht soll ich nochmal mit dir reden. Ich werde gleich nochmal die füllen, die Gießkanne. Ich werde die Schrittleiter zerstören. Einfach nur aus Angst. Das mal hier. Spielstand 16 ist jetzt der Spielstand, wo ich die Strickleiter noch habe. Hier wieder Spielstand 15. Das ist zu weit, ne? Wo ist es denn jetzt? Die Strickleiter da.
müssen. Leider keine Bugs mehr. Nicht pflücken. Wir haben gleich die Hälfte. Was eine spannende Folge heute. Ich frage sie jetzt gleich erstmal. Einmal füllen wir noch und dann bei der Hälfte frage ich sie jetzt mal, ob ich mal diesen jetzt beschlossen. Hier den. Alles klar. Wie weiter. Let's go. Ach ja, Gießkanne füllen. Und wieder zurücklaufen. Nicht mehr viel. Ja, wir müssen mal, ich kann ja mal überlegen, wo dieser Schleifstein sein könnte. Dieser Schleifstein. Ich denke in dieser kleinen Hütte dort halt wahrscheinlich. Wo ist der Magier? Kein Magierturm oder irgendwas gesehen. Dann haben wir auch gar keinen Sinn gemacht. Dann mehr als die Hälfte schon geschafft, komm. Aber ist auch nicht mehr lang. Ich denke in dieser kleinen Hütte hier rechts. So. Nicht jedes Ding dreimal gießen muss oder so, dann ist ganz klar. Also ich mach das einmal und guck mal, jetzt ist eh gleich schon geschafft. Kann noch ein bisschen vorspulen, ein, zwei Minuten, dann sollte ich durch sein. Erzählt aber bestimmt gar nichts Wichtiges oder so. Ist kein. Nee, hier. Gießen. Macht euch nebenbei schön ruhige Musik an oder lauscht der schönen Musik von No One Lives in Heaven. Bisschen meditativ hier. Ich weiß nicht, ob ihr Stardew Valley gespielt habt. Ich leider noch nicht. Ich komme da noch nicht zu. Ich denke, das kommt da gut ran. Wobei ich da mal einen Bauernhof ein bisschen aufbauen und so. Na eher der Technikmensch. Also, ich hatte mir schon lange eine Wasserbewässerungsanlage selbst gebaut. In der Zeit, wo ich das hier gegossen habe. Aber ja. So, können wir gleich geschafft. Noch viermal laufen und dann ist gut. Ich muss achtmal laufen, laufen mal hin und zurück. Aber nee, ich eigentlich hätte ich mal wieder Lust auf so eine richtig schöne Runde Ticket oder so bei Minecraft. Aber wieder gut. Wenn man dann sagt, schöne Runde. Richtig mäßig. Da war ich nie gut. Mein Problem ist, ich habe das immer mit Leuten gespielt. Nein. Immer mit Leuten gespielt, wo mir in. Wo ich dann selber mich nicht mit befassen musste mit dem Spiel, sondern die Leute halt mal selber was gebaut haben. Ich kann rausfinden und nicht alles in meinem Buch nachlesen, was man nächstes bauen muss. Vielleicht gucke ich mal. So, jetzt muss ich noch viermal laufen, dann ist gut und dann können wir mit dir reden. War so unnötig, ich habe vorhin war ich duschen, ne? Als ich mit dir eine Pause gemacht habe, habe ich Abend gegessen und dann geduscht. Ich bin eigentlich wieder komplett so warm, wie es wird voll geschwitzt, das kann nicht sein. Der Sommer brennt aber auch runter, obwohl es gar nicht warm ist. Heizt sich einfach nur auf. So. Ein letztes Mal Wasser holen, hoffentlich.
Beim letzten Gießen, das erste wieder trocken wird, dann raste ich aus. Den Witz fände ich nämlich nicht lustig. Ja, werde ich. Soll ich auf die Gießkanne behalten, das war's. Wirklich, und 200 Gold. Du bist doch ein Lavabacke. Gut, ich such den komischen Stein. Der Holz wieder. What? Alright. What? Gut. Pixelhead. What? Mein Pixelhead bekommen. Gesundheit auf mehr Angriff? Genau. So viel ist wichtig. Gut, hier drin irgendwo hat er gesagt. Aber wo soll hier drin bitte? Gut, gehen wir hier rein. Das ist groß. Geil. Die Klavier. Ich glaube, aber ein Grau. Duschen, immer wieder wichtig. Ja, dann halt nicht. Auf 25 Holz. Der Holzfäller will auch Holz. Aber ich darf nicht Holz stehlen. Weil das ist böse. Was ist mit dir, PC? Ich meine, ich kann Skorpione noch jagen. Alright. Nö, keine Bock. Ich kann noch Skorpione jagen. Machen wir das? Machen wir den Skorpione? Oder wir repetieren. Bitte. Pause. Ja, 25, I don't care. Ich weiß auch nicht, wo ich das kriegen soll. Ich hab halt irgendwelche Bäume und was. Wow, danke schön. Gehen wir runter mit dem. Danke. Diesen Kirsch von mir aus. Ja, hier. Soweit, 25. Kriegen wir hin. Dann können wir dem Tierhaus erweitern. Eins? You're kidding me. Nicht näher. Eins. Ja, ernst. Dass ich jetzt hier alles abgehe. Zwei. Herrlich, ja. Komm weh, du bist da wieder im Weg, ey. Mann, verpiss dich doch. Boah. Warum hat man diesen Steg nicht zwei breit gemacht?
Bitte, Entwickler, wenn du das siehst, mach den Steg 2 breit. Kann ja nicht sein. Hi. Okay. Gucken wir mal in unser Tagebuch. Wir müssen den Magier finden, das machen wir jetzt. Ich fände die Bäume nur, wenn ich sie sehe. 3 habe ich, es fehlen noch 22, das dauert so ewig. Wir sind hinter irgendwelchen anderen Bäumen versteckt. Nee, nee. Nee, nee, nee. Wir suchen jetzt den Magier. Ab in dieses Haus. Das ist dein Haus. Was ist denn hier? Bürgermeister. Ach komm, leck mir doch am Arsch. Als ob der Bürgermeister ist. Ja, oder auch nicht. Das können wir nicht mehr machen. I get it. Mehr Infos. Oh Gott, sagen, ist das dein Ernst? Wie soll ich Münzen geben? Gib ihm eine Münze und so. Dann kämpfen wir doch in der Arena nochmal. Denke ich. Ja. Wo halt den Magier? Ich fahre mich zur Arena, aber ich will eigentlich den Magier finden. Ich weiß nicht, wo der Magier ist. Wo ist dieser Magier? Die Arena doch besiegt. Einkaufen. Heiltrank für 299. Kauft sich das. Sehr teure Heiltränke. Hau lieber welche, glaube ich. Was gibt's hier noch? Hier muss ich nur stiften. Da wird nicht keine Brücke sein. Gibt's hier noch Bäume, wenn ich eh schon hier bin? Bäume.
Na dann. Ja, komm, zurück zum Festland. Ja, beweg dich, Opa, beweg dich. Ich kann jetzt immer so ewig auf dich warten. Hier, du hast doch dein Schiff. Das heißt nur, dass da so einen rumstehen. Da gibt es ja nichts mehr zu tun. Du musst die Schatzsuche erledigen, aber ich habe ja die Ding schon erledigt, den Arena-Kampf. Aber ich weiß immer nicht, wie ich den Magier finde. Ich muss erst den Magier finden, der kann mich auf diese Insel bringen. Aber er ist der Magier. Hä? Das? Gehen wir nochmal jetzt raus. Oh, mit dir haben wir geredet. Häuschen, waren wir auch schon, die kleine Hütte, die groß ist. Nein, das ist es nicht. Was steht hier? Hochrichtung, Richtung Osten. Ja, wie kommen wir da hin? Man kann hier nicht rüberfahren. Ah, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Mit dir. Gut, dann wenn du nur Nacht sprichst, dann halt Nacht. Darf ich halt. Gut dann. Ja, das ist doch gut, dass ich den nochmal gesprochen habe. Wo ist er hin? Okay, das hat jetzt nicht so viel gebracht, außer dass meine Dinge gewastet wurden. Mein Schlafkraut gewastet wurde. Was mit dir? Interessant. Interessant, interessant.
Schön. Testen wir doch mal. Ich will mich also testen, Rolf. Einer wird mir ein Angebot machen. Alter! Alter! Hallo! Nicht zum Skorpion. Piss dich, Skorpion. Nehmen wir von einem Auftrag. Nicht zu 5 Kunden kommt. Du willst doch hin, oder? Klingt nach Cheating. Erzähl es mir. Oh, es leckt gerade ein bisschen. Ich weiß auch nicht warum. Mal ganz kurz gucken, ob die Festplatte vorläuft. Das wäre schlecht. Ne? Pass bei. Gucken wir gleich mal, ob ich die Aufnahme einfach neu starten muss oder ob es nur diesen Dialog ist. Alles gehört? Nein. Weg mit ihm. Ich will nicht die Strickleiter benutzen, die habe ich eh schon deleted. Junge, du kannst überall sein. Bring mich doch einfach dahin. Warum muss ich denn den Weg mit irgendeinem Magier suchen? Ja, jetzt geht's auch wieder. Und ganz ohne Lex. Halt einfach. Einfach ein Witz. Mit der Strickleiter. Als ob ich die Strickleiter benutze und mich ins fünfte Ding cheat. Ich will das Spiel auch spielen. Fünf, 25. Drei, oder? Komm, er geht in der Nachtmodus auf den Sack. Im Bett? Was? Ja, sagt in der Nachtmodus. Oh. Danke. Schauen wir doch mal. Du musst den Magier finden, richtig? Lange zur Burg. Im Dorf gibt es einen Magier, der dich finden kann. Sprich mit ihm. Okay, aktiviere den Server. Also. Finden wir den Magier. Immer noch. Hier ist kein Magier drin. Bist du eine Magier? Ah ne, keine Arbeit. Hey, gucken wir doch mal hier rein. Hier ist das weirde Haus. Gehen wir da raus. Hier ist niemand. Schauen wir doch noch mal weiter. So rum. Ja. Okay, wo? Was ist hier? Okay, du bist der Magier. Der Priester ist erst von dem. Ich hab schon Zeitschleifen durchbrochen. Von den stehen hier drin, aber die sind da. Hallo. Ihm den unterbrochen.
Gut, einmal. Also, oder habe ich meines Wissens nach unterbrochen? Magier habe ich gefunden. Wer will, dass ich die Zeitschleifen unterbreche? Mit dem Förster. Okay, der Förster will was von uns? Gar nichts. Das sind Kirschblüten. Kirschbäume. Ich hätte nur mit Angst. Was ist hier in dem Haus? Nichts. Nichts ist wenig. Hallo. Reifektion Nummer 2. Bereit. Und jetzt einen Impfruf machen. Warte ich an, Lektion 2. Das ist Erpressung. Ah, das ist Erpressung. Kann er die Prüfung verraten? Hier sind die Döner drin. Wann kann ich mit ihr nochmal reden? Das ist ja die Zeitschleifen-Dinger. Right. Mit denen hier. Hier gibt es noch ein Bett drin, oder? Wir wollen unbedingt nicht, dass ich in das Haus gehe. Komm. Ich habe jetzt kein Easter Egg eingebaut, nur ein Tisch. Ihr habt jetzt hier kein Easter Egg eingebaut, liebe Entwickler. I hate you. Ja doch. Mann, was soll denn das? Ja, du sollst so allein. Mein Gott. Ja, ich weiß nicht mehr, welche Frau. Schlafen gut, gehen wir da rein. Andere Haus, guck nach den Louis. Sind jetzt da? Die aus ihrer Routine. Okay, warte mal, wo ist dein Bruder? Wohnt er denn mal? Hä? Wo ist dein Bruder? Der Nachtmull. Mich schon ein bisschen ab.
Kann ich den Angler überzeugen? Kann Schleifstein herstellen. Schleifstein, vielleicht kann ich ihm einfach den Schleifstein geben. Das ist ein spezieller Schleifstein, nicht weiß. Gut. Das, ja, frag mich. Noch Pflanze. Wäre besser. Bin verwirrt. Was ist das? Reiche mal. Ich bin denn schon wieder auf. Ich weiß, ich brauche. Alles klar, aber wir sind nicht weit gekommen. Leiter Elite, meine Freunde. Bitte nicht, dass ich die Leiter brauche. Ich hätte gesagt, ich soll die Leiter nach dem. Nee, wirklich nicht. Wenn die jetzt sagen, dass ich die Leiter wieder brauche, ne? Das wäre so bitter. Nein, kein Name für mich hasseln. Hallo? Ach, soll ich nicht verstehen? Ja. Was war das für ein Sound? Was war das für ein Sound? Ja, nachts auch Leute da trainieren? Ob ich die Leute das gefragt habe? Okay. Ich brauche noch was zu wissen. Den sollst du doch sein. Nö. Nö. Oh. Elf. Okay. Ich könnte natürlich noch Level-Dinger kaufen. Aber ich weiß nicht, wo ich bin. Vorbereitet. Heiltränke kaufen. Mana-Tränke kaufen. Ja. Jeder dritte NPC kann sie handeln, ne? Aber dem, mit dem ich rede, nicht. Der Frau hier drin. Und hier kommt aber noch an. Und die Pflanzen auch kaufen. Können wir noch auch Dinger craften, oder? Die Halter. Brauche ich allerdings Blüten. Weiß auch nicht, wegen dem Pferd.
wir doch mal eins. Hab doch das nächste Stück, oder? Zwei Angriffe, normale Angriffe drin. Nee. Dann will ich das nicht. Ich will Mana Angriff haben. Normale Angriff haben. Dann craften wir doch mal. Hergestellt. Okay. Dann craften wir uns eine Heiltränke, wenn wir dafür keine Probleme haben. Gehen wir einfach hin und. Den Etreuer. Dann gehen wir zum Burg, denke ich. Warum auch immer man da durchgehen kann. Ich will zum Burg. Okay, man kann ja alles auch ohne Kämpfe erledigen. Regnet. Regnet. Ganz dunkel. Ich sehe doch gar nicht. Ist die Burg? Alright. Ja, nee, ich töte einfach die Gegner. Nein, egal. Geht's hier hin? Da sind wirklich viele Gegner dran. Aber geht wirklich nicht? Alright. Gut. Meine Freunde, weiß die Folge geht jetzt noch nicht so lang. Als Folge habe ich die letzten Folgen allerdings ein bisschen überzogen. Und das ist eigentlich eine gute Möglichkeit, weil ich denke, durch die vielen Kämpfe könnte es jetzt sehr lange werden, dass wir an dieser Stelle einfach mal einen Cut machen. Cut. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge mit der Burg wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, ob ich mal wieder irgendwas total verpasst habe. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, haut rein, bis dahin. Tschüss.